Hallo, während ihr euch diesmal im Hintergrund angucken könnt, wie ich mit dem Savage die größten Aim-Fails, die ich vermutlich jemals mit einem Heli gegen eine Yacht hatte, an den Tag lege, werde ich euch in diesem Video erklären, wie man sich als Low-Level oder auch als Noob in GTA Online finanziell von anderen Spielern hochcarryen lassen kann. Das Ganze mache ich auch nicht ganz ohne Eigennutzen, aber was es damit auf sich hat, erkläre ich erst zum Ende des Videos. Vor langer Zeit, noch zu den Anfangszeiten dieses Kanals, habe ich ja schon mal einen Anfängerguide für GTA Online gemacht mit einigen Tipps, wie man sich als Noob, wenn man in den Low Levels ist, das Leben ein bisschen angenehmer gestalten kann. Und ich wurde gebeten, ob ich denn nicht mal ein bisschen was zu den Neuerungen sagen kann, die inzwischen ja mittlerweile GTA Online verändert haben. Gunrunning, Smugglers Run oder weitergesprochen CEO und Biker. Und das ist absolut legitim und damit möchte ich dieses Video beginnen. Sollte euch allerdings das alte Video interessieren, Link dazu mache ich in die Videobeschreibung. Aber eine Warnung schon mal vorab, die Mikrofonqualität damals ist sehr ernüchternd gewesen. In der Hangar gegen Bunker Thematik habe ich ja schon erklärt, warum für neue Spieler der Hangar höchstwahrscheinlich die bessere Option ist. Da möchte ich jetzt nur noch mal ganz kurz drauf eingehen. Natürlich hat der Bunker auch so seine Nutzen mit Forschung und allem. Aber er saugt einfach einem neuen Spieler viel zu viel Geld weg. Das ist einfach die Realität. Die Forschung bringt dem neuen Spieler zwar was, aber der hat eh nicht das Geld, um sich das alles leisten zu können. Von daher, vor allem wenn man einige Leute hat, die einem dabei noch helfen, wird der Hangar die bessere Option sein, um Early Game ein bisschen was sich zuzulegen und ein bisschen Geld zu verdienen. Vor allem, weil man als Anfänger ja auch in der Regel nicht die ganzen tollen Fahrzeuge hat, die einem die ganzen Missionen leichter gestalten. Da ist es schon ganz nett, dass man beim Hangar bei den Beschaffungsmissionen immer passend zu den Missionen ein Fahrzeug mit dabei hat, womit man die Mission vervollständigen kann. Ist also die erste große Frage, die nach dem ersten Finanzinvestment zwischen Hangar und Bunker gelegen. Dann holt euch den Hangar zuerst. Und dann, mit vier Leuten, am besten Freunde, Randoms funktionieren aber auch, fordert ihr Fracht für den Hangar an, holt euch die vier Frachtpakete, lagert sie ein, füllt das Ding schnell, verkauft den Inhalt, wenn es voll ist, dann habt ihr schon mal ein bisschen Geld. Und dann könnt ihr euch immer noch den Bunker irgendwann später kaufen, aber bitte dann auch direkt mit allen leistungssteigernden Upgrades inklusive, damit er sich dann auch wirklich lohnt und euch nicht mehr Geld abzockt, als er euch einbringt. Sowohl von regulären CEO-Lagerhäusern als auch von Biker-Businesses würde ich euch am Anfang eurer GTA Online-Karriere massiv abraten. Die kosten nämlich zum Setup erstmal mächtig viel Geld und danach kosten zumindest die CEO-Lagerhäuser auch noch mächtig viel Zeit. Das ist verdammt nervig und da gibt es definitiv zeit- und geldsparendere Optionen, die man auch in diesem Bereich am Anfang der GTA Online-Karriere nutzen kann. Die Rede ist von CEO-Fahrzeuglagerhäusern, also Import-Export von teuren Autos. Und dabei können euch, ach was für ein wunderbarer Zufall, andere Spieler auch extrem gut helfen. Ihr macht das so, vier Leute beschaffen mit ihrem eigenen Fahrzeuglagerhaus eine Fahrzeuglieferung, beschaffen dann das Auto, parken das vor dem Fahrzeuglagerhaus von der Person, die das Auto dann bekommen soll, und dann kriegt diese Person vier Autos. Da steht dann zwar, die werden von den anderen gestohlen, entweder ihr müsst halt Mitspieler haben, die entsprechend sozial eingestellt sind, dass die euch das Auto geben, um euch einen leichteren Start in GTA Online zu ermöglichen. Und wenn man das macht, kann man direkt danach einen Viererverkauf starten, kriegt ordentlich viel Geld von. Das macht man innerhalb von ein paar Stunden 3-4 Mal und dann hat man den Preis vom Fahrzeuglagerhaus schon gleich wieder raus. Und danach ist das Ganze ein sehr hochprofitables Business. Dem GTA Online-Anfänger drängt sich an dieser Stelle aber zwangsläufig eine Frage auf. Ja, womit soll ich denn den ganzen Scheiß bezahlen? So ein Fahrzeuglagerhaus kommt ja nicht aus heißer Luft, das muss ja auch bezahlt werden. Und das ist vollkommen korrekt. Und für diese Frage gibt es zwei Antworten. Theoretisch drei, aber die dritte wäre Sharkcards zu kaufen. Und Sharkcards kaufen wird hier nicht unterstützt. Daher nur zwei. Es gibt die Antwort, wenn ihr Freunde habt und es gibt die Antwort, wenn ihr keine Freunde habt. Und mit Freunde meine ich Leute, die in GTA Online auch schon ein bisschen was erreicht haben. Denn ihr braucht für Methode Nummer 1 eine Yacht. So wie diese hier. Und dann müsst ihr so wie diese armen Idioten da unten Piratenabwehr starten. Und darauf hoffen, dass sie nicht gesavaged wird. Das wäre sonst sehr ärgerlich.
Was ihr aber bei einer Piratenabwehr machen könnt, und das ist der große Unterschied zu anderen CEO-Aufträgen, ihr könnt das Geld, was ihr am Ende für das Gewinnen der Piratenabwehr bekommt, teilen. Ihr könnt also, wenn jeder 30.000 bekommt und die das alle einer Person geben, eine einzelne Person um 120.000 GTA-Dollar pro Piratenabwehr pushen. Und wenn da drei Leute eine Yacht haben und der eine neue Spieler nicht, dann könnt ihr drei Yachten pro Stunde machen. Und das sind dann pro Stunde 300.000 und dann sitzt da drei Stunden dran und der eine hat eine Million und kann sich davon was kaufen. Geht ziemlich schnell, ist auch ziemlich hilfreich. Bisschen ärgerlich für die Leute, die ihr ganzes Geld verschenken müssen, aber das kann man ja mal machen. Zwinker, zwinker. Option Nummer 2 beinhaltet, dass ihr erstmal die Flugschule macht, da kriegt ihr ein paar hunderttausend für, davon kauft euch dann ein High-End-Apartment und dann könnt ihr Heists spielen und dann macht ihr die und dann kriegt ihr davon Geld und davon könnt ihr euch dann alles weitere kaufen. Falls euch die Heists allerdings zu belastend werden oder ihr keine Mitspieler findet, müsst ihr dann wohl oder übel darauf zurückgreifen, irgendwelche Doppel-RP- und Doppel-Cash-Spiellisten zu spielen, was teilweise echt todesnervig sein kann. Deswegen, wenn ihr Freunde habt, die euch helfen, ist Option 1 definitiv die leichtere und zeitsparendere. Kommen wir zum spannendsten Part des Videos. Was hat dieser ganze Spaß jetzt mit mir zu tun? Nun, wenn alles nach Plan verläuft, werde ich mir innerhalb der nächsten Wochen eine Xbox One X zulegen und dann werde ich GTA Online auch auf Xbox Live mit meiner belastenden Anwesenheit beglücken. By the way, ja, das heißt, alle Mod durch Jets und Gears Underlords, die auf Xbox rumrennen, sind Faker. Wie dem auch sei, ich brauche jetzt GTA-Abonnenten, die auf Xbox spielen und mir beim Geldgrinden helfen und sich finanziell ausbeuten lassen, wie ich es in dem Video erklärt habe, damit ich möglichst schnell an mein Equipment komme, da ich davon ja nichts von PlayStation übertragen kann. Und mit denen ich dann später natürlich auch spielen werde. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann.